von Nintendo. Natürlich möchte ich 60 Hertz spielen. The Pokémon Company. Genius Sonority. Und damit begrüße ich euch zu einem ganz neuen Let's Play Pokémon Colosseum für den GameCube, entstanden im Jahre 2004, also wieder mal ziemlich alt, 10 Jahre ist es her. Und damit beginnt ja nicht nur ein neues Let's Play Projekt, sondern auch die dritte Generation offiziell auf meinem Let's Play Channel. Ja, gestern erst das letzte Let's Play beendet und schon startet da ein neues. Ja, euer Lord des Let's Plays lässt sich nicht lumpen. Oh, schön, da habe ich mich doch sehr drauf gefreut, muss ich sagen. Denn, ja, man muss schon sagen, zu Recht, die dritte Pokémon-Generation ist für mich persönlich meine Lieblingsgeneration. Einfach mitunter auch wegen dieser zwei genialen 3D-Games, die es für den GameCube gab. Pokémon 1 und 2 waren schon sehr geil für den N64, aber es war ja nie so richtig Pokémon-RPG-mäßig. Es war... Ja, man konnte alle Pokémon auswählen, man konnte battlen und Minigames mit Freunden zocken. Es hat super viel Spaß gemacht, aber es war nie so richtig RPG-based irgendwie. Und das habe ich mir schon damals als kleines Kind sehr gewünscht, dass es mal ein 3D-Pokémon-RPG gibt. Und das ist mit Pokémon Colosseum in Erfüllung gegangen und deswegen hängt an diesem Spiel sehr viel für mich Kindheit. Und umso nostalgischer werde ich in dieses Projekt hineinstarten, Freunde. Oh Mann. Ach, geil. Einfach nur geil. Leute, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir starten ohne Umschweife hier direkt ins Spiel. Sonst geht nämlich gleich das Intro los und das spoilert enorm. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine sehr spannende Story gefasst machen. Eine richtig geile Story. Es ist ja trotzdem nicht das klassische Pokémon-System. Es gibt nicht irgendwie 8 Orden und eine Liga zum Schluss. Nein, es hat trotzdem was sehr Neues reingebracht, aber was extrem Geiles. Und ich muss sagen, ich finde den zweiten Teil für den GameCube sogar nochmal noch eine Ecke geiler. Colosseum habe ich echt eine lange Zeit nicht gespielt, muss ich sagen. Das ist lange, lange, lange her. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich dieses Let's Play jetzt zu 100% beenden werde. Colosseum und Blitzkampf werde ich jetzt erstmal ignorieren. Ich möchte ein Spiel starten. Hier Optionen können wir mal gucken. Hier Sprache, Deutsch, alles gönnen und so. Ich hoffe, es läuft alles so wunderschick, denn ich nehme wieder mal über den Dolphin auf. Denn, wie man gelesen hat, gibt es in der PAL-Version da einige Probleme. Aber da werden wir uns jetzt hoffentlich nicht mit rumärgern müssen. Einstellung habe ich alle schon getroffen, Leute. Wir können direkt ein neues Spiel starten. Ja, let's go. Geil. So, dein neuer Name. Seth, Duncan und Wolf. Hä? Wolf ist ja nicht bei Brawl. Nein, Leute. Dieser Charakter, ja, da streiten sich die Leute. Ich habe ihn mal Seth genannt, weil das hier als erster Name steht. Und ich habe mal recherchiert. Im Englischen heißt dieser Charakter hier Wes oder Wes, ich weiß nicht, W-E-S, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und im Japanischen heißt er Leo. Und da dachte ich so, gut, ja, liegt mir jetzt nicht so. Ich nehme lieber einen viel cooleren Namen, auch mit 3 Buchstaben. Ja, was können wir wohl nehmen? Ich bin wieder ein bisschen narzisstisch und nehme meinen eigenen Namen. Ich nenne ihn also nach mir selbst Kai. So, wie kann ich klein machen? Mit X, okay. A und I. Schön. Ist doch so ein wohlklingender Name. Und hey, guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Man muss ja sagen, das ist ja der älteste Pokémon-Charakter, den man spielen kann in allen Pokémon-Spielen. Denn nach dem, was ich so recherchiert habe, ist dieser hier 17 Jahre alt. Wenn man sonst so das Pokémon-System kennt, sollen die ja alle angeblich 10 Jahre alt sein und dann von ihren Muttis in die böse Weise weite Welt geschickt werden. Und da dachte ich so, ja gut, das Stable 17 aber schon mehr meinem Alter entsprechend. Das sieht doch cool aus, oder? Hier schon. Wenigstens mal, es ist wenigstens ein Mann, ne? Ist nicht so ein Ash, ne? Muss man jetzt mal sagen, einfach mal so. Und let's go. Ja, reicht so. Den Namen nehme ich. Oh, da fliegt ein Panzer-Aeron. Quer in einer Wüstengegend. Sieht aus wie Ghetto-Industriegebiet. Oh, cool! Was zum Teufel? Was ist los, ey? Das sind wir. Schnell dreh! Oh, nach Tara, cool. Hey, du Arsch! Oh, oh. Die sind böse mit uns. Oh, ein Psyana. Und was ist das denn? Und... Alter, was eine geile Karre.
Irgendwann hat er seine Hand gehabt. Oh, cool! Ist das ein geiles Gefährt? Ich will auch so ein Moped. Und quer durch die Wüste cruisen, wie cool. Boah, ich als Kind so abgefeiert, das Intro. Erstmal voll die ganzen Gruftis hier alle richtig astrein in den Arsch getreten, muss man mal so sagen. Was für eine coole Intro-Szene, Leute. Und wir können spielen, also wir können uns bewegen. Und Leia Sword auffällt. Yeah, Stone Chim, okay, yeah, richtig geil. Klingt wie so ein Drogenkaffee mitten in der Wüste, wo man sich sein Gras kauft, was zum Teufel ist. Aber wir können hier unsere Pokémon gucken. Und das ist schon ungewöhnlich, man hat zwei Starter-Pokémon im Spiel. Sehr, sehr ungewöhnlich und vor allen Dingen, man startet mit Level 26 und Level 25. What the fuck? Ja, das ist hier im Spiel so eingebaut. Fand ich auch einfach schade, dass man nicht so, ich mag das mit Pokémon so auf Grundlevel anzufangen. Fand ich total geil. Ist hier nicht so, aber gut, tut dem Ganzen keinen Abbruch, denn damit können wir gleich richtig schön mit Sachen durchstarten. Wir haben einen Nachtara und einen Psyana, zwei wunderschöne Evoli-Entwicklungen und ich guck gleich mal hier. Wir haben ein hartes Nachtara, das ist schon mal wieder super, und ein mäßiges Psyana, das ist allerdings sehr gut, muss man sagen. Denn Unlicht ist ein spezieller Typ, aber mäßig ist natürlich ein sehr geiler Typ für Psycho, denn das hier ist alles noch ein bisschen anders als in der vierten und fünften Generation, ne? Typen sind halt bestimmt speziell oder physisch. Wir haben hier Konfusion, Rückkehr, Reflektor, auch nicht schlecht, rechte Hand, auch ganz nice, obwohl hier Psyana natürlich eher das offensive Pokémon ist und daher eher supportet werden sollte. Hier Nachtara hat Biss, Geheimpower, Verhöhner und Übernahme. Hier wird sich wahrscheinlich was schon eher Geheimpower eher lohnen als Biss, wenn ich das so sehe. Aber hier sieht man schon, Nachtara sowohl im speziellen Verteidigungswert als auch im KB, also auch also im physischen Verteidigungswert, sehr viel besser als Psyana. Fällt doch schon auf, aber auch sehr viel langsamer und in der Offensive nicht stand ganz so gut. Aber ich muss sagen, ich persönlich mag Nachtara ja sogar mehr, weil es einfach mal hübsch aussieht. So, wir haben beide männliche Pokémon. Schade, ich hatte mal einmal ein weibliches Psyana und ein männliches Nachtara. Ich finde, das passt viel besser irgendwie, weil Nachtara ist für mich ein männliches Evoli. Und Psyana, ja, das sieht man schon, definitiv ein weibliches irgendwie. Alter, Leute, ich freue mich so auf das Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Das sieht so geil aus, guckt euch an, einfach nur 3D-Pokémon. Die Grafik ist natürlich wieder mal extrem cool. Ich muss gerade mal anmerken, dass sicherlich nur 20 Frames hat, liegt aber nicht an mir, glaube ich, das liegt am Spiel, weil die 20 Frames längen nicht hin und her, die bleiben konstant. Das heißt, ich schieb's mal aufs Spiel, wir können hier in den PDA reingucken. Ah, hier, Krall-Info, wir haben 10.000 Knete, geil, erstmal richtig schön Geld. Coupons, da haben wir so einen grünen Pokéball, was jetzt noch ist, erkläre ich dann später noch. Spieldauer, die Mails an Kai, hier Krall-Info, da können wir gucken, welche Pokémon wir gekrallt haben. Warum haben wir gekrallt? Warum nicht gefangen? Was bedeutet das alles, Leute? Das werdet ihr alles noch erfahren. Hier sind unsere E-Mails, hier können wir so ein Signal auswählen. Ding, 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 ding. Ja, genau. Zum Teufel. Oh mein Gott! Ich will eine Wonder Melody, das wäre voll cool. Was zum Teufel? Ich glaube, wir nehmen. Das finde ich schön. Das ist schöner irgendwie hier. Das nehme ich. So. Oh, dann kann man das auch noch alles. Ah, ist halt geil. Ich liebe das Spiel. Das ist so geil. So, Leute. Wir können wohl nichts anderes als in diesen alten Zug ranziehen. Haben wir Items? Oh, guck mal, wir haben schon Items von vornherein. Hier zwei Hyperheiler, Aufwecker, Paarheiler, Eisheiler, Feuerheiler, Gegengift. Ein paar Tränker und zwei Supertränke hier. Wir haben auch Pokéball, Extra-Tasche, TM-Tasche, Beeren, Basis-Items. Genauso wie man aus den Editionen kennt. Ich feiere das so sehr, das Spiel. Aber gut, Leute, ich will euch nicht zu viel jetzt hier irgendwie schon irgendwie vorher volllatschern. Ne, wir haben zwar eine lange Pilot-Episode, ne? Das sind die haben alle so geile Gefährte. Und da ist irgendein Sack auf dem Lader hinten und der bewegt sich. Ja gut, okay, bewegt sich alle, ne, alle paranormale Aktivitäten und so. Sieht das geil aus, oder was? Hier irgendein Rad, hier liegt ein altes Rad auf dem Boden. Sieht aus wie gewöhnlicher Schrott. Das hat alles noch mal zu bedeuten später. Das ist so cool daran irgendwie. Das ist so richtig schön. Wie seht ihr denn aus? Hippie und Vollhippie. Oh Mann, ich bin Papsat. Und nach getaner Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Die richtig Stoneburner-Mucke ist so geil. Hehe, wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird diesmal auch überspringen lassen, und zwar nicht so knapp. Hehe, was für ein Tag. Voll so fliegende Moppets, sieht richtig geil aus.
Aber was haben die gesagt, einen fetten Fang? Etwa das, was sie hinten drauf hatten, das hat alle damit zu bedeuten, Leute. Werdet ihr alle noch erfahren. Ich tu mal so, als wüsste ich jetzt nicht, oder ich will euch nicht spoilern, für die, die das Spiel nicht kennen. Die meisten müssten es eigentlich kennen, weil das Spiel sollte man kennen, ehrlich, denke ich mal. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, eine Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks an das Tageslicht. Allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist und halten sie auch weiterhin auf dem Laufenden. Aber woher wüssten wir denn, dass es da ist? Leute, das werdet ihr auch noch auf alles erfahren. Ist so geil, liebe das Spiel. Ich kann es aber wieder nur sagen, aber gut, ihr noch schwärmt. Kennst du nicht das Team Krall? Nö. Hey, Team sind Gangster, die sich fremde Pokémon in den Nagel reißen, um ohne mit der Wimper zu zucken. Aber das geht doch gar nicht. Dann sagt doch mal jemand, ey, stehl nicht mein Pokémon und klatscht den Ball weg. Erinnert euch, vielleicht hat jemand von euch schon mal als kleiner Junge wie in den ersten Pokémon-Generationen einfach mal einen Pokéball auf den Gegner geworfen. Also auf einen Trainer-Pokémon und gesagt, ey, sei kein Dieb. Und so, ne? Sie krallen sich mitten im Kampf deinen Pokémon. Einfach so. Man sagt, sie benutzen dafür spezielle Krallbälle. Du siehst aus wie ein Trainer, also nimm dich lieber Nacht, wenn du diesen Typen begegnest. Ja, ich will nicht mal nach Taram Psyana verlieren, aber keine Sorge, man kann die Pokémon nicht verlieren, Leute, da warne ich euch gleich mal vor. Ich habe dich ja noch nie gesehen auf der Durchreise, Na ja, egal, woher kommst du und wohin gehst du? Ruh dich erstmal ein wenig aus, Mann. Okay, da bist du hier. Hey, Brillenfritze. Hey, was da wohl los gewesen sein mag? Wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Echt, ich tu nichts Böses, deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Haha, ich hab's drauf. Bist du für ein Spasti, Alter. Wollen wir kicken hier? Ja, okay. Haben wir schon. Ich will beschleunigen. Geht nicht. Ja. Hatten wir schon. Schade, ich dachte, kommt noch vielleicht noch mehr was. So, ich habe eine Jukebox. Geil, erstmal richtig fett Mucke an. Machen hier, was bist du für eine Alte hier? Dieses Team Krall, sich die einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach den Explosionen endgültig zerschlagen wäre. Willst du sie etwa tot sehen? Das ist aber nicht höflich. Na, ja, gut, hey, ein paar Spastis in die Luft bringen. Wie cool das hier denn alt aussieht. Weil bist du hier? Was pinke Haare? Bist du schwul? Ja, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Nö. Ja, schon klar, ich habe einen Blick für sowas. Und du hast diesen Glanz in den Augen. Das ist nicht Droge oder so. Ich wette, du hast doch ein paar ganz hervorragende Pokémon. Na klar. Vielleicht ergibt sich ja meine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Was ist denn für eine Großspur? Möchte gern Rockei. Bist du ein Kindergarten-Cowboy, ne? Willst du hier so voll in auf cool machen hier, pinke Haare? Was bist du für einer? Was zum Teufel, pinke Koteletten, wie scheiße. Aber gut, wir hauen erstmal ab hier. Hier ist erstmal anscheinend nicht mehr zu tun. Hey, Moment, so einfach kommst du mich davon. Hey, da ist ja Pink Hippie. Was ist los? Ich heiße Willi. Von Biene Maya? Und ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Na, komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Oh yeah. Natürlich, wenn man Nein drückt, dann kämpft man trotzdem. Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Also los, hier geht's lang. Die Mucke ist so geil. Jetzt wird's heiß. Jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas. Brumm, brumm, und jetzt gebe ich Gas! Was ist mit dir los? Ist so was genommen? Ein Ausfall von Biker Willi, der hat pinke Koteletten, was zum Teufel? Wir spielen im Doppelkampf-Modi, Leute! Oh yeah! Das finde ich auch extrem geil, das hat einen extrem taktischen Pluspunkt hier im Spiel. Wir haben sogar schon ein paar Erfahrungspunkte, was zum Teufel? Das ist das Coole hier am Spiel. Man spielt im Doppelkampf, nicht im Einzelkampf. Und das gesamte Spiel, Leute. Ich liebe den Doppelkampf. Ganz ehrlich, ich mag Doppelkampf total gerne. Der macht taktisch echt eine ganze Menge aus. Das denkt man nicht, was man im Doppelkampf alles so für Kombos übernehmen kann. Was einem die Gegner hier teilweise auch für taktische Kombos entgegenhauen. Denn man muss mal sagen, das Spiel ist hier bedeutend schwieriger als die meisten Editionen, die ich kenne. Ach, als alle Editionen, die ich kenne eigentlich. Weil, ganz ehrlich, hier gibt es Kämpfe, die sind richtig knackig schwierig. So, ich werde erstmal voll drauf halten, immer erstmal reinbashen, wie man gewohnt ist. Es sind ja bloß ein paar Zickzacks hier, ist nicht mit Combo und so. Ich glaube, ich habe aber mehr Angriff. Biss kriegt zwar mit 60 Stärke einen Step und macht 90, aber Game Power hat 70 und noch einen speziellen Effekt manchmal. Und mein Angriff ist halt höher, ich glaube, das macht mehr Schaden, von daher. So, ich bin jemand, der grundsätzlich, wenn er angreift, immer sich auf einen Pokémon stürzt, weil wenn man schnell genug ist und schnelle Angriffs-Pokémon hat, kann man in der Regel einen Gegner ausschalten, bevor diese überhaupt zum... Ja, oder so. Okay, die Konfusion hat schon ausgereicht. Zirkus geht direkt down. Ja, scheiße. Die Animation sieht doch so cool aus. Ist gut. So, natürlich werden XP teilt, ist ja ganz klar, ne? Brüderlich, um wie es aussieht, ne? Und jetzt sind wir einfach mal
Bam, boom, boom, boom. Okay, die Hälfte ist schon mal gut, ne? Wenn man einen Pokémon schnell durch die Beine, voll cool. Genauigkeit sinkt. Das war der Nebeneffekt vom Geheimpower. Er macht erstmal Tackle und die geht natürlich deswegen instant daneben. Er gut, hat eh eine 5% die Chance daneben zu gehen, aber das hat bestimmt noch zusätzlich noch ein wenig geholfen. Yeah. So, Psyana, schnell. Confusion. Bam. Richtig durch ist Wulut. Zigzag wurde besiegt. Stirbt ein Oscar-Reifen tot. Tschüssikowski. Nach Tarald wieder schön XP. Schon fast Level 27. Geil, Leute. Boah, wie die dasteht. Wird nicht so dastehen beim Kampf. Irgendwie eher so voll mit dem Schritt zurück irgendwie. Und sein cooler Mantel wedelt im Wind. Ja, verloren. Da muss ich wohl noch ein bisschen mehr trainieren. Ja, und rasiert immer die pinken Koteletten. Das sieht einfach nur so scheiße aus. Im Ernst. 240 Poppeldollar am Ohr gekriegt. Richtig episch. Ich hab's auf den gesagt, Leute. Und Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Phenak gehen. Phenak, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Phenak, ich weiß es nicht. Phenak? Hm, keine Ahnung. Phenak ist das nicht ein Wüstenfuchs? Keine Ahnung. Hey, westlich von hier. Da gibt's auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Okay. So, ach, wir können es überlegen. Okay. Du. Vor allem, was hat er für Schuhe an? Er hat Schuhe an... Mit dicken Sohlen, schon fast Richtung Plateauschuhe. Auf dem Thumbnail sieht man das sehr gut, ne? Ich werde es dann natürlich auf Facebook noch veröffentlichen, also jetzt natürlich noch nicht, aber... Also zum Video ist es dann natürlich schon veröffentlicht, was laber ich schon wieder? Er hat Plateauschuhe an, er ist modisch natürlich ein bisschen out, aber er ist auch nicht so groß, ne? Na gut, er ist genauso groß wie die anderen. Geil. Ja, tanken hier für unser Moped? Ne, müssen wir nicht, wir können einfach hier rausgehen. Und dann haben wir eine wunderschöne Overworld-Map, die Wüstenmine, Tankstelle am Rand der weiten Wüste, die Reisenden Speis und Trank bietet. So, hier können wir von Ort zu Ort craften, richtig düsen, gib Gas, ich will Spaß und so, ne? Und hier ist Phenak, eine Oase mit wasserblauen Quellen inmitten der unerbitterlichen Wüste. Denn die Region Ore hat ja was ganz Besonderes an sich. Denn hier gibt es eigentlich keine wilden Pokémon, sage ich mal so. Er kruft hier mit seinem geilen Moppe durch die Gegend. Alter, so ein Ding will ich auch haben, um durch die Gegend zu heizen. Oh, und guckt euch an, wie das schön aussieht hier. Ruckelt gerade ein bisschen. Das liegt aber, glaube ich, am Spiel. Die haben das Saggage-Package da. Das sind doch die zwei Pfosten von vorhin. Hey, was machst du? Du sollst festhalten, Mann. Was sagst du so einfach, Mann? Die hält nicht still. Die? Oh. Was soll man da festhalten? Hey, da drin, lass die Spirenzchen, dauert nicht mehr lang. Achso, Spatzhilfe, ich werde entführt, lass mich heraus. Der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt, der Kleine hat einfach alles mitgehört. Der Kleine, einfach fallen gelassen, voll fies. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine Wahl, dein Pech, Kollege. Oh Mann, ey, gleich mal hier angeguckt, gleich mal rüber auf die Fresse hier. Finsterling Hain will mit uns kämpfen. Geil, also wenn man den Namen vom anderen liest, dann ist so... Oh, Flurmel, yeah. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch von mir kennt, aber was ist Flurmel? Der Mischung aus Flummi und Murmel. War schon immer so, wie für mich. Also nur von der Namensgebung natürlich, ne? Das ist natürlich jetzt hier nicht so ein Flabberding oder so, nein. Es ist... Es hat als Auge irgendwie ein Plus, ganz creepy, aber egal. Du kriegst auf die Fresse. Einfach nur in dein Gesicht. Confusion. Bang! Durch das Wulut reicht wieder für einen One-Hit-KO. Psyana hat hier einen super Spezi-Angriff. Tschüss, Kumpel. Ein paar EXP, Mann. Das finde ich doch wieder richtig gut. Einmal bis nur um die Animation zu sehen. Critical! Und reicht auch hier für einen One-Hit-KO. Bis natürlich der Vorteil, er hat natürlich auch noch eine 30%ige Chance zurückstrecken zu lassen. Und damit kriegt Natara Level 27. 3 KP, ein Angriff, wieder Status wäre das übliche, schön wie Spezi-Defense, richtig geil. Natara ist ein sehr gutes Special-Ball, muss man sagen. Psyana hat leider noch kein Level ab. Schade, schade. Spieler besiegte Finsterling Hain. Oh, ich dachte, jetzt kommt verfickt. Du hast ja noch was auf dem Kasten. So ein bisschen Money gekriegt. Massive Money, YouTube Gangbang-Style und so, ne? YouTube Money und so. Ja, wenn man beim Flohmel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Das ist voll das lame Pokémon. Aber dieses Gesicht... Dem Team Krall gab es doch... Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe! Räuber, hier sind Räuber! Blödsinn, wir sind doch keine Räuber, wir sind Kidnapper! Was? Hey, du Vollidiot, du drehst dich noch im Kopf und Kragen!
Und du, freu dich nicht zu früh, klar? Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und deinem Pokémon, was eine echte Hake ist. Oder eine Schaufel. Tschüss, Kumpel. Oh, ich glaube, da steckt jemand drin. Ah, ist das fest verknotet. Was sind das für Kerle, die so etwas machen? Na gut, Leute, jetzt müssen wir den Knoten lösen, weil wir sind hier die einzigen coolen Macker hier. Wir sind die einzigen, die so was Geile drauf haben, wie einfach mal einen Knoten zu öffnen. Was bist du für eine Flasche, Alter? Wie redet man mit mir? Bitte hilf doch bitte, den Knoten zu lösen. Na, der Typ macht doch da schon rum. Ich verfummel ich zwei Kerle an einem Knoten rum. Und was ist da für ein Schatten? Bitte hilf doch den... Ja, ist ja gut, Mann. Von mir aus. Der Sack ist mit einem Strick fest zugebunden. Knoten lösen? Nö. Voll fies. Okay, gut. Ja, gut, von mir aus. Kai zieht an dem fest verknoteten Strick. Langsam löst sich der Knoten. Kai löst den Strick, mit dem der Sack verschlossen war. Tada, das Kanickel aus dem Hut gezogen. Gott sei Dank, endlich frei. Die sieht ja aus wie Misty. Ja, wo bin ich hier? Wo haben diese Kerle mich denn hingebracht? Wir sind in Finnak, ich lese das einfach mal so vor. Der Stadt der wasserblauen Quellen. Sieht wirklich chillig aus. Guckt euch das an mit den Oasen hier und den Wasserfällen. Sieht voll richtig geil aus, muss ich sagen. Designtechnisch wieder mal richtig nice. Und dieser junge Mann hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Ich warte nicht. Ja, und wie er gekämpft hat, das war echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest in deinem Sack. Hab Sack gesagt. Ach, doch, ehrlich, danke, aber wer bist du eigentlich? Ah, du bist also Kai. Mein Name ist... So, Leute, jetzt müssen wir ihr auch noch einen Namen geben. Hier steht Cosma, Sibylle und Helena. Ich so, nee, das muss nicht sein. Und ich habe keine Ahnung, was ich der für einen Namen geben soll, ganz ehrlich. Im Englischen heißt die hier Rui und im Japanischen heißt sie wohl Mirei. Und ich muss sagen, Rui finde ich als Name ziemlich cool, deswegen lasse ich den auch, weil mir fiel jetzt gerade irgendwie kein Name für sie ein oder so. Nee, lass ich mal so. Ist okay, der Name ist hübsch. Früher hätte ich tatsächlich mal Cosma in der Fall, ich dachte, das sind die normalen Namen, die da halt stehen, so wie die Charaktere auch wirklich heißen. So, machen wir halt so, haben wir einen Originalnamen, ist doch ganz nice. Rui ist doch ein hübscher Name, muss man sagen. So. Ich heiße Rui, schön dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in der Nachbarstadt überwältigt und gefangen. Was zum Teufel, haben die noch mit dir gemacht? Diese Kerle haben nicht zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal, aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Naja, ist wohl nicht wichtig. Ja, doch schon, eigentlich schon. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Die Mucke ist weg. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Kai, es ist vielleicht ein wenig unverschämt. Ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Oh, nö. Ich bin Einzelgänger. Ah, aber vielleicht kommen die Kerle auch eben von einmal wieder. Bitte sollen wir zusammen... Wir müssen, Leute. Ja. Danke, Kai. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Ja, ganz bestimmt. Wenn du bei mir bist, können diese Raubilis ruhig kommen, Kai. Ja, toll. Wir sind ja der Bodyguard quasi. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Ja. Aber sie verbeugt sich. Ruhig, schließ ich dir an. Voll geil. So, ja, wir haben die Kleine jetzt hier pausenlos um uns rum. Na toll. Erster Part und schon alle abgeschleppt. Respekt, Bro. So, jetzt können wir uns hier erstmal in der Stadt umgucken. Und ganz ehrlich, die ist so wunderschön designt. Und da fliegt ein Formeo rum, einfach so. Oh, voll ins Face. Formeo, Mio. Geil, richtig cool. Hier so mit PC, Pokémon Center. Da oben gibt es einen Markt, auch richtig geil. Hier überall, wie typisch in die Stadt, so richtig belebt aus. Hier irgendwelche Leute mit ihren Trainern, mit ihren Pokémon. Sieht einfach mal nur schön aus, muss man sagen. Warum gerade nur 20 Frames hat? Frag den Teufel, ich weiß es nicht. Ach, ist einfach nur schön. Von die Mucke, die geht so ab. Die Mucke im Spiel ist so sehr geil, muss man sagen. Und wir können hier auch noch gegen viele Leute kämpfen. Und versteckte Kisten gibt es hier auch an allen Ecken. Ich gucke mal, ob ich da gleich mal eben was finde. Das weiß ich doch nicht. Gib mir doch bitte eine Kiste, Mann. Ich will doch hier mal was zeigen, Mann. Hey, in der Schule bin ich nicht so gut, aber über Pokémon-Kämpfe weiß ich so ziemlich alles. Du bist auch Trainer, oder? Lass mal kämpfen. Los, ein Kampf jetzt. Nein, jetzt nicht. Was frei klingt. Sorry. Ich will da erstmal mich umgucken. Lass mich doch mal ganz kurz erstmal chillen. Hier. Ich kann mir so richtig vorstellen, hier einfach so die Beine ins Wasser zu hängen. Einfach nur chillen. Ist doch geil.
Sind hier hinten? Wo hier waren Items? Oder war das im zweiten Teil? Ihr müsst wissen, das ist wirklich schon lange, lange her, wo ich das gespielt habe. Weil letztes Mal wahrscheinlich 2004 so in die Richtung. Aber ja, genau hier ist der da. Ja, Kai findet dreimal Supertrank, gleich drei auf einmal in der Kiste. Das lohnt sich doch. Wer bist du denn? Mein Trainer auf Reisen, nicht wahr? Du siehst ja aus. Ein bisschen crank schon, ne? Mir scheint, du hast doch diesen speziellen Blick. Ich denke, dieser Blick gefällt mir. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir uns irgendwo begegnen. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Ja. Ja, ich muss so einen alten Scheiß hier auspacken. Sorry, Leute. Ja, der ist tatsächlich nur wichtig im Spiel. Ich glaube, so ein Auftritt zeigt schon, ne? Der muss da irgendwie wichtig sein. So, Leute. Wir werden uns hier in der Stadt noch ausgiebig umgucken und noch ein paar Leute auf die Fresse boxen. Einfach nur just for collecting some XP und so, ne? Ah, Leute. Ich weiß nicht. Ich glaube, mal gucken, wie lange ist denn die Folge? Ja, ich glaube, ein bisschen können wir noch, ne? Ein bisschen ist durchaus da noch was drin. Gehen wir mal in das Haus hinein. Da da dumm, oh, wer bist du denn? Ich fürchte mich nicht vor diesem Team, Krall. Die kommen doch sowieso nicht hierher. Dafür ist der Versteck viel zu weit weg. Die Rolle von Pyritus machen mir viel mehr Angst. Pyritus? Auch noch ein Ort, an dem wir reisen können, Leute. Geh mal. Oh, die steht manchmal voll nur im Weg. Ja, sorry, muss man mal so sagen. Die steht auch manchmal echt im Weg. Heute bringen sie auf allen Kanälen nur Nachrichten über dieses Team Krall. Normalerweise bringen sie wenigstens auf einem Kanal Anime. Was so geil! Super sympathisch, fand ich von ersten Moment an diese Aussage. Die wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Auf dem Kanal läuft Anime. Grummel. War so richtig cool. Direkt Sympathie gewonnen der Kollege hier, denn ihr wisst ja, ich bin ja auch ein Anime-Junkie hier, ne? Ihr wisst schon. Ich will jetzt hier keine Animes nennen oder so, ne? Aber ihr wisst ja schon. So, immer noch die same information hier? Wir wiederholen, ja, okay, wir wiederholen, ja, Unterschlupf, bla bla, Keks, bla bla, blub, Banane, alt, Keks wie Wurst. Krallmaschine wurde gestört. Kleineres, tragbares Modell, welches offensichtlich vom Team Krallmitglied gestohlen wurde, das die Explosion verursachte. Das waren doch nicht etwa wir, Leute. Oh, jetzt war doch was Neues dabei. Scheiße, jetzt muss ich es auch nochmal lesen. Ah, tut mir doch leid. Ja, dass sich nach Verwüstung und Unterschlupf weiter hier im Crow Canyon aufgehalten hatte, wurde heute verhaftet. Außer für die Zerstörung und versteckst du sie außer eines Inhaftierten war ein Streit unter Bandenmitgliedern. Wir haben also dazugehört. Da lernt man gleich was. Offenbar wurde die Explosion der die sogenannte Krallmaschine zerstört, die zum Diebstahl der Pokémon anderer Trainer eingesetzt worden war. Es ist hier noch ein kleineres, tragbares Modell, welches offensichtlich von dem Team Krallmitglied gestohlen wurde, das die Explosion verursachte. Ja, ja, Leute, das waren wir. Wir sind ein ehemaliges Mitglied von Team Krall. Ziemlich cool, wir sind quasi Ex-Gangster und auf die gute Seite gewechselt. Das heißt, wir haben auch quasi im Spiel einen Charakterwandel drin und ich finde Charakterwandel in jedem RPG immer irgendwie cool, wenn sich Charaktere mit der Story mitentwickeln und einfach irgendwie Charakterzüge entwickeln, die sie am Anfang noch nicht hatten. Das ist irgendwie, hatte man ein sehr cooles Element, muss man sagen. Das ist schon geil, muss man sagen. So, Leute, wir gucken mal ins Pokémon Center rein hier. Richtig schön, Pokémon Center, wie es gehört. Da, die Didel-Dub, die Dub-Dub im Poké-Center. Hey, Hobby, was geht hier so? So ein PC verwendet man nicht nur zum Spielstelle speichern. Du kannst auch über das Pokémon-Lagerungssystem zugreifen. Ja, ja, wir leben schon in einer praktischen Welt. Was ist mit ihm los? So, im Regal stehen Bücher zum Thema Pokémon. Ist auch so cool, Leute, hier. Richtig schön Pokémon-Ladungssystem, wie man es kennt. So richtig schön mit Boxen, kann man richtig schön durchswitchen. Es gibt allerdings nur drei Stück. Aber das hat einen ganz besonderen Grund, denn ich habe es ja schon erzählt, in diesem Gebiet gibt es eigentlich keine wilden Pokémon. Wie kriegen wir denn unser Team voll? Tja, das werdet ihr alle noch erfahren. Item-Ladungssystem gibt es ebenfalls. Können wir da was aufnehmen? Ist da irgendwas drin? So der obligatorische Trank? Nö, leider nicht. Schade, Item wegwerfen ist ja Schwachsinn. Nö. So, hier können wir auch saven hier. Spiel noch ein Gespräch. Aber es gibt gekrallte Pokémon. Was das wohl nur bedeutet, Leute? Das werdet ihr alle noch im nächsten Part erfahren. Keine Sorge. Hier, du siehst aber nicht aus wie Schwester Joy. Sag mal, bist hier? Hey, du, schau mal, das hier wird nicht cool. Siehst du das? Die Stadtplan von Finax sieht toll aus, oder? Kann man den wirklich mal anklicken? Eine holographische Darstellung der Stadt. Nö. Was mit dir? Oh, ich sagte Freisen, seid ihr auch ein Pokémon-Trainer? Jo. Ich wusste, ich habe mir gleich gedacht, dass so etwas gedacht. Ja, sieht man ja überhaupt nicht die Pokébälle an meinem Hüftgürtel oder so, ne? Dann könnt ihr den PC in diesem Pokémon-Center benutzen, um euren Spielfortschritt zu speichern. Die anderen dürfen wir nicht, die kein Pokémon-Trainer sind, das ist aber fies. Wisst ihr, in jedem Pokémon-Center stehen PCs, die jeder Trainer benutzen kann. Aha, quasi PC. Nein, das sage ich jetzt nicht. So, wo geht's denn hier hin? Hier kann man Leute tauschen, aber da ich auf den Ladder zocke, geht das hier sowieso nicht.
Aber hier gibt's noch einen extra PC. Ja, das ist doch mal schön. Ist doch wirklich nett. So, ich könnte jetzt hier irgendeinen lustigen Song schmettern hier. Ich heile deine Pokémon und so. Ne, das muss jetzt nicht sein. So, ist hier nicht eine Honor? Ich möchte meine Apps noch viel mehr. Gibt's auch coole Verstecke in dem Spiel, muss man sagen. So, im Shop mal gucken, was gibt's denn hier so. Geil, wenn wir hier rinkicken, hier noch mehr Leute und guckt euch an, die Sachen. Sieht also detailreich aus, richtig cool. Ich habe zwar noch keine eigenen Pokémon, aber ich komme jeden Tag hierher. Es macht aber Spaß, die vielen Pokémon-Antike einzusehen, die es hier gibt. Hier gibt es also quasi nichts anderes. Diese Dosen mit Pokémon. Hier welche komischen bunten Schalter, wo man ein bisschen Süßigkeiten kaufen kann oder was. Ist richtig cool. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, solltest du ihm einen Trank geben. Nö. Ein guter Trainer sollte immer genug Trank bei sich haben. Tränke, Mehrzahl. Schließlich gibt es immer ein Pokémon-Center in der Nähe. Nicht immer ein Pokémon-Center in der Nähe und dann ist so ein Trank wirklich hilfreich. Na, da hast du wohl recht. Dudeli, 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 du. Ah, schon wieder ist die falsche Puppe rausgekommen. Okay, ist also wirklich so eine Art Minispiel. Ich will die unter der Kapsel da. So ein Münz-Reinsteck-Ball-Kriegsspiel. Ist doch so cool. Dudeli, du. Ein herzliches Willkommen. Mann, hier kann ich erstmal ein Items kaufen. Yeah. Ist doch alles wirklich cool. Mann, was kaufe ich mir denn jetzt noch ein? Mann, ich weiß es doch nicht. Ist auch nicht meine Pflicht. Ein paar Gegengifte kann man neu brauchen. Komm, wir haben ja schön Geld gekriegt. Wir haben ja Massive YouTube Money und so, ne? Kching! Supertränke. Ein paar Supertränke und Tränke kann man auf jeden Fall neu brauchen. Ugh, so teuer. Ugh, kacke. Kann man hier wohl ein Tafelwasser kaufen? Weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist wirklich lange her, als ich das gespielt habe. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel zu 100% durchspielen werde. Ich werde versuchen, allerdings komplett wie möglich zu sein, einfach weil das auch den Schwierigkeitsgrad im Spiel doch schon anständig erhöht, muss man sagen. So, meine lieben Freunde und Zuschauer. Ich denke mal, für eine Pilot-Episode reicht das erstmal hier für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr unterstützt fleißig dieses Let's Play mit Daumen hoch oder Kommentaren oder Keksen. Kekse sind auch gut. In dem Sinne, Leute. Ja, im zweiten Part werden wir erfahren, was hier so abgeht in der Stadt. Wir werden noch ein paar Leute herausfordern. Der flüchtet vor seinem eigenen Pokémon, oder was? Was ist mit dir los? Den quatsch ich jetzt mal an hier. Hey, wenn das nicht das hübsche Paar von eben ist. Paar? Wie steht's? Habt ihr etwas an Erfahrung bringen können? Ja. Ehrlich? Na, das ist doch super. Hihi. Was für ein Paar gehalten? Sehen wir aus wie ein Paar? Du denkst, ich würde mich mit so einer... Also so was hier. Das ist ja mal rotzfrech. Aber gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke dafür, dass ihr zuschaut habt. Ich hoffe, ihr werdet dieses Let's Play, wie gesagt, weiterhin verfolgen. Denn ich werde da sehr viel Spaß dran haben. In dem Sinne, Freunde, freut euch auf Folge 2. Und bis dahin, unser altbewährtes Motto. Ihr kennt's doch von mir, nicht wahr? Also macht's gut, haut rein. Tschüss, Sikowski, und ciao.